Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Tomb Raider. Ja, im letzten Part sind wir mit Lara auf die anderen Crewmitglieder gestoßen. Zuerst auf Sam. Entschuldigung. Die mit Matthias unterwegs war, den wir aber nicht kennen. Der ist also nicht von der Endurance. Der gehört nicht zu unserer Crew. Zumindest nicht, dass ich ihn irgendwie gesehen hätte in den Einblendungen. Und ja, wir haben dann uns da ausgeruht und dann, als wir wieder aufgewacht sind, waren sie weg. Daraufhin sind wir sie suchen gegangen und sind auf die restlichen Crewmitglieder gestoßen. Und mit denen haben wir uns dann geeinigt, dass ein Teil nach unserem Captain sucht. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Und wir mit dem Dr. Whitman, dem Archäologen, mit dem wir uns ja schon angelegt haben, nach Sam suchen gehen. Oder andersrum. Weiß ich nicht. Egal. Also auf jeden Fall haben wir uns aufgeteilt, was ich nicht so cool fand. Und ja, wir sind dann an unserem Lager gewesen und er war dann halt wieder weg. Und jetzt waren wir auf der Suche nach ihm. Und ich habe mich aber jetzt hier in ein Grab, in eine Grabstätte, in ein optionales Grab, ja, bin ich reingegangen, weil ich das so interessant fand. Und jetzt können wir hier oder müssen wir hier, glaube ich, noch ein bisschen was anzünden, damit wir hier irgendwie weiterkommen. Ich gucke mal, ob das klappt. Wie ich mir das so vorstelle. Weil ich habe jetzt gedacht, wir müssen halt diese Dinger hier, also wir können das, wenn wir so gucken, sieht man die halt, dass die anzündbar sind, aber ich kriege die mit meiner Fackel nicht angezündet. Also habe ich gedacht, ich probiere das jetzt mal mit diesen Lampen. Das sieht nicht schlecht aus, ob das genau das macht, was wir wollten. Werden wir sehen. Okay, jetzt habe ich hier zumindest noch mal einen Durchgang. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier die anderen Stellen auch noch abfackeln können damit. Ja, da ist noch was. Das testen wir jetzt mal, ob wir das auch hinkriegen. Ob das alles so zielführend ist, ich habe keine Ahnung. Ich versuche einfach, das zu tun. Es muss Okay. einen Weg geben, ihn nach oben zu ziehen. Wen nach oben zu ziehen? Hä? Sehen wir noch was? Da ist noch so ein Ding. Da ist auch noch irgendwas. Okay, wir laufen jetzt erstmal. Ich gucke erstmal. Ob ich hier irgendwie weiterkomme. Okay, ich komme da also nicht hoch. Nee, nicht so richtig. Was nach oben zu ziehen. Okay, ich nehme mir sonst jetzt nochmal so eine Fackel, also ja, so eine Lampe mit. Weil hier war ja noch irgendwo da hinten. Okay. Gucken wir mal, ob ich mit der hier runterspringen kann. Oh, okay. Nicht so cool. Okay, ich lasse sie dann auf jeden Fall fallen. Das wäre ja nicht so Bombe. Die Frage ist halt, kann ich mir hier meine Fackel dran entzünden? Nee, kann ich nicht. Das ist das, ne? Ja. Da ist auch noch was, was ich entzünden kann. Okay. Die Frage ist halt, wenn ich das, kann ich meine Pfeile anzünden? Das wäre vielleicht doch mal eine Idee, weil wenn ich das hinkriegen würde, könnte ich ja von hier aus da drauf schießen. Moment mal. Kann ich Pfeile anzünden? Nein, kann ich nicht. Okay, ich hatte gehofft, das würde gehen. Ansonsten springe ich auch hier so drauf. Ist gar kein Thema. Okay, vielleicht ist doch ein Thema. Okay, das war nicht schlau. Gut. Keiner gesehen? Niemand hat es gesehen. Niemand? Ist euch was aufgefallen? Nein, oder? Mir ist nichts passiert. Gar nichts. Nada. Okay, was haben wir hier? Ach, genau. Ich kann ja die Laterne runterschießen. Ah.
Und jetzt, ach, jetzt kann ich das vielleicht drücken. Genau, ich habe beim letzten Mal stand ich ja davor und es ging nicht. Jawohl. Okay, jetzt brennt zumindest das da. Einer mehr müsste reichen. Ja, den da, aber dafür müsste ich diese Fässer hier zum Brennen kriegen. Aber ich weiß noch nicht, wie. Da leuchtete doch auch noch was. Da sind noch Pfeile, okay. Wie bringe ich das jetzt zum Brennen? Vielleicht nochmal mit so einer Laterne, aber ich kann die ja nicht. Ich kann die ja nicht so weit werfen. Das wird doch nie was. Nee. Das wird doch nichts. Weil wenn ich springe, dann geht mir die verloren. Das habe ich ja schon ausprobiert. Ja, sie lässt sie dann los. Okay, also muss ich das irgendwie anders bewerkstelligen. Das kann ich die. Nicht. Was? Du weißt doch gar nicht, was ich machen will. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ne, okay. Also das nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich da nicht weiß, wie man das am besten bewerkstelligt. Kann ich damit was machen? Keine Ahnung. Kann ich die Kiste da runterschießen? Ja, ne? Ne. Okay. Kann ich? Ich weiß nicht. Wir müssen es mal kurz austesten, ob wenn ich die Fackel da hinten anzünde. Ja, ich weiß, dass ich die Tür nicht aufmachen kann. Kann ich meine Fackel eigentlich auch werfen? Nee. Okay. Das ist halt das, was mich ein bisschen. Also, dass ich die Fackel nicht werfen kann. Und ich finde es schade, dass ich keine Pfeile anzünden kann. Das wäre doch eigentlich voll sinnvoll, oder nicht? Okay, kann ich das hier irgendwie? Nee. Das? Nee. Ich muss das doch irgendwie. Ich muss das anzünden. Das bringt mir ja nichts. Kann ich die nicht irgendwie? Nein. Okay, übersehe ich, sehe wahrscheinlich irgendwas. Da, was ist das? Ha, da hat's. Okay, schieß mir mal die Lampe da ab. Ah! Okay, jetzt muss ich dieses Ding hier irgendwie loswerden. Kann ich doch auf die Kiste schießen? Nee, das wird so nicht. Ja, oder auch einfach so. Warum denn auch kompliziert, wenn es doch so einfach gehen sollte? Okay. Was jetzt? Jetzt, meine Liebe, möchte ich, glaube ich, in das Flugzeug rein. Glaube ich. Ich glaube, dass ich das möchte. Autschi. Tut dir nicht weh. Okay, wie komme ich da jetzt in das Flugzeug rein? Au. Okay, wir waren zu dicht am Feuer. Das war nicht so cool. Ach, jetzt kann ich hier oben auch drauf klettern, oder was? Der Stoff sieht entzündlich aus. Ja. Die Frage ist nur, wie entzünde ich den jetzt wieder? Da ist noch eine Laterne. Passiert nichts, wenn ich sie runterschieße. Okay. Kann ich
Die muss ich irgendwie anzünden. Die Frage ist nur, wie. Okay. Kann ich mit meiner Fackel springen? Konnte ich mit der Fackel? Ja, oder wir nehmen einfach, wir haben ja hier noch eine Lampe. Da müsste ich doch von hier vielleicht auch ranwerfen können. Gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Mega. Das war's. Sehr gut. Das heißt, was jetzt? Wir kommen da rein und wir können den Schatz heben? Ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich denke, ich kann das jetzt nutzen, um da hochzukommen. Ah, okay, das ist der... Nein! Upsi. Ich tue ihr auch echt weh, ne? Ich sollte nicht so voreilig sein. Aber das ist jetzt wieder genau das... Ich liebe das, ne? So auch diese Sachen, diese optionalen Sachen so nebenbei. Die man dann noch so fernab der Geschichte machen kann, finde ich super. So, das ist halt nur die Überlegung. Ich denke, ich muss da hoch. Ah, okay, sie kann da hochspringen. Man muss es nur richtig machen. Und jetzt daran. Sehr gut. Cool. Oh, Leute. Wir haben einen Schatz gefunden. Yay. Ich finde, das hat sich gelohnt. Mega. Mega gut. Und jetzt machen wir die coole Reise. Das finde ich bei Tomb Raider immer so cool, wenn Lara sich dann mit ihrem Steigeisen quasi ja, an so eine Seilbahn baut. So. Da war doch gerade noch was. Ach, Pfeile können wir noch mitnehmen, genau. Okay. Schön, dass sie das an so dunklen Stellen gleich direkt selbst entzündet. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Mega, mega gut. Okay. So, jetzt haben wir das auch schon gemeistert. Das ist voll gut. Wieso schleichen wir denn immer noch so? Können wir noch nicht? Doch, können wir. Ich wollte es gerade sagen, wir können uns doch wieder aufrichten. Okay. Mega cool auf jeden Fall. Und dann können wir jetzt gucken, ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö. Was da jetzt mit Whitman ist. Ich bin der Meinung, hier waren auch noch irgendwo irgendwelche Kisten mit Bergungsgut. Ich dachte zumindest, ich hätte welche gesehen. Nee, aber da sind noch Pfeile. Ja, sie sind voll, okay. Okay, also von da oben sind wir gekommen. Der will, dass wir hier raufgehen. Ich weiß nicht, ob das so eine mega gute Idee ist. Da ist noch was. Okay. Da ist eine Kiste. Okay. Da haben wir zum Beispiel mal Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um Basislager Waffen-Upgrades durchzuführen. Ja, das ist cool. Von da hinten kommen wir gerade. Ah, okay, so auf die Schnelle sehe ich jetzt nichts mehr. Gucken wir jetzt aber. Oh. Okay, cool, ja. Pflanzen, Nahrungsmittel. Sehr gut, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Dass wir hier noch. Oh, noch eine Kiste. Sehr gut. Dass wir hier noch Nahrungsmittel brauchen. Da drüben ist noch eine Kiste. Und da, okay, dann gehen wir jetzt aber erstmal über die. Oh, hier sind so viele Pfeile. Aber ich brauche sie gar nicht. Gehen wir erstmal über die Brücke. Ausweichmanöver. Drücken Sie L im Kreis und feindlichen Angriffen. Wow. Wow, zu langsam. Zu langsam, zu langsam, zu langsam. Ah, shit. Okay, 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 okay. Ja, okay. Das, Hupsi. Hat richtig gut geklappt. Ich wusste nicht, in welchem Moment ich ausweichen soll. Das war, irgendwie gerade nicht so easy für mich. Guti gut. Wir üben das gleich einfach nochmal. Wo ist der Wolf? Oh Mann! Okay, aber wir haben ihn so erledigt.
Okay, wir gehen lieber unten lang. Habe ich gerade. Wow! Wo bist du? Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn hinter uns. Oh shit. Du blöder Wolf. Wo bist du? Oh shit. Kann ich ihn nicht irgendwie, kann ich nicht auf Nahkampf? Es ist nämlich gar nicht so einfach mit diesem Bogen. Ach shit, Alter. Dein Ernst? Ja, oder von mir aus auch so. Mann, geh weg. Au. Wo ist er denn jetzt? Meine Fresse. Okay, das war's. Nicht so cool, aber nun gut. Ja, das finde ich allerdings auch, weil die haben mir echt zugesetzt. Verdammt. Okay, den habe ich. Da ist noch einer. Okay, okay, okay. Nein, nein, nein. Fick dich. Okay, okay. Die haben wir. Ich finde es gut, dass sie von alleine zwischenzeitlich den Bogen zückt. Ja, halt die Fresse. Nichts ist frei, ey. Dass sie von alleine den Bogen zückt, wenn irgendwas Gefährliches ist. Dann weiß man zumindest, da kommt gleich was. Obwohl ich das mit dem Ausweichen halt echt schwierig finde. Hm, hier hinten war doch auch noch eine Kiste, oder? Bin ich jetzt blöd? Nee. Noch ein Schrein. Wen beten die wohl an? Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Das weiß ich auch nicht. Okay, die haben wir genug. Wir gehen jetzt hier oben nochmal gucken. Ob an dem Schrein noch was ist. Hier ist noch ein Tagebuch. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Okay, Sam, Filmemacherin. Whitman hat es Sam so schwer gemacht, ihren Job zu erledigen. Der gute Doktor hat auf dieser Reise sein wahres Gesicht gezeigt. Ja. Er scheint ja tatsächlich ein fieses Piep zu sein. Ein fieses Arschloch. Was halt irgendwie wahrscheinlich nur auf seinen Ruhm aus ist und es den es überhaupt nicht interessiert. Wir haben ja schon festgestellt, dass er irgendwie ja nur mit immer nur den anderen versucht hinterher zu eifern und letztlich irgendwie selber nichts geschissen kriegt, wenn man das so sagt. Und als Lara dann die neue Idee hatte, dass man vielleicht doch nochmal woanders lang gehen könnte und mal was anderes ausprobieren, hat er halt gesagt, nein, das geht nicht, das machen wir nicht. Und ja, so, jetzt müssen wir da hoch. Ich frage halt gerade, ob es Sinn macht, hier lang zu gehen oder ob wir lieber den Hauptweg gehen. Gucken wir mal. Na, hier lang, vielleicht ist hier drüben ja auch noch was Bergungsgutmäßiges. Nee, sieht aber fast nicht so aus. Okay. Dann gehen wir hier mal den vorgegebenen Weg. Okay, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Doch, da ist noch was. Ja, Pfeile brauchen wir ja nicht. Hier ist noch ein Lager, okay. Halt die Klappe.
Axt ist nicht stabil genug zum Öffnen. Es ja, schön. Auf jeden Fall ist da eine stabile Axt erforderlich. Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Tageslager. Und wir haben auch einen neuen Fähigkeitenpunkt, den wir nutzen. Jäger oder... Sicherer Schuss. Sind sie konzentriert? Haben sie mehr Zeit, um mit ihrem Bogen zu zielen? Ich glaube, wir sollten uns erst noch ein bisschen über Überleben kümmern. Das haben wir ja schon. Was machen wir denn am besten? Tierische Instinkte oder verbessertes Bergen? Knochensammler. Wir machen mal Knochensammler. Sammeln Sie Bergensgut beim Plündern von Tierkadavern. Okay, sehr gut. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Okay, das ist nicht verfügbar. Gut. Schade, dass unsere Axt nicht stabil genug ist. Das wäre halt voll cool gewesen. Ich gehe jetzt aber doch nochmal hier gucken. Ah, da ist nämlich noch eine Kiste. Check. Und, Sehr gut. Ich weiß, eigentlich bin ich nicht so der Jäger. Ich mag das eigentlich nicht. Aber wir müssen ja nun mal leider zusehen, wo wir bleiben und uns auch mit Nahrungsmitteln versorgen. Jetzt geht das schon wieder los. Meine Fresse, ich hasse diese Viecher, ne? Ich meine, das Schöne ist, dass sie sich auf ihren Angriff erst vorbereiten. Hier ist doch noch einer gewesen. Au, von hinten, du Mistvieh. Stirb. Ich habe ihn nicht richtig getroffen. Stirb. Ach, Gott sei Dank. Meine Fresse. Diese Wölfe machen mich wahnsinnig. Das ist echt nicht meins. Vor allem sieht man die so schlecht in der Dunkelheit, ne? Alleine für diese blöden Wölfe. Müsste man das eigentlich schon auf leicht stellen. Ich meine, die sind ja nicht schwer. Aber sie erschrecken mich halt trotzdem. Und, sind halt, finde ich, auch nicht immer unbedingt leicht irgendwie zu sehen im dunklen Licht, das wollte ich sagen. Okay. Was ist das hier? Okay. Wo kommen wir da hin? Ah, hier ist auch nochmal Bergungsgut. Ah, okay, ja, wir wären da oben. Ja, okay. Da sind wir aus dem Grab gekommen. Ja, gut. Okay. Check. Verstanden. Dann weiß ich auch ungefähr, wo wir sind. Super gut. Und da ist unser Ziel. Genau. Ja, da ist Whitman. Voll Vogel. Ich finde ihn ja echt ein bisschen doof. Er meint, er ist ein mega geiler Archäologe, aber ich finde ihn echt irgendwie komisch. Keine Ahnung. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Finden Sie ein Lager und führen Sie einfach ein Upgrade durch. Ja, das Lager weiß ich ja schon, wo es ist. Aber vorher gucke ich mich hier noch um. Da. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber... ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending.
Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. So ein Pisser, ey. Whitman, verlass mich nicht. Ein Brief aus Whitmans Notizbuch. Der Mann ist unfassbar egoistisch. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn mal bewundert habe. Ja, das finde ich halt auch krass, weil der Typ, der ist einfach so egoistisch, ich-bezogen und meint, er weiß hier irgendwie alles und... Das. Noch ein Totem. Also ich denke, ich werde da vielleicht nicht alle von finden, aber ich werde es zumindest versuchen. Da spricht ja schon wieder mit sich selber, na grandios. Okay, vielleicht können wir jetzt... Okay, Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Sehr gut. Okay, ja, die müssen wir verstärken. Die Stemmaxt. Okay, jetzt können wir damit vielleicht was ausrichten. Wir haben sie jetzt ja verstärkt. Oh, Outfits freigeschaltet. Finden Sie ein Lager. Vielleicht können wir die jetzt auch hier benutzen. Ja, das sieht gut aus. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Jetzt haben wir mehr Bergungsgut gefunden. Supi gut. Jetzt könnten wir jetzt hier... Also Klappe. Kann losgehen, Doktor. Okay, jetzt könnten wir mit ihm hier zusammen das Tor öffnen. Aber, meine Lieben, das Tor werden wir erst im nächsten Part mit ihm öffnen. Weil ich muss sagen, ich habe nicht wirklich viel Lust, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten. Und deswegen werde ich mir das für den nächsten Part aufsparen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Ich würde mich über ein Abo von euch natürlich auch freuen. Und ja, guckt gerne auf meinem Kanal vorbei, ob ihr noch ein anderes Let's Play findet, was euch Spaß macht. Guckt euch meine anderen Projekte an. Falls ihr die erste Folge verpasst habt, ich habe euch zwischendrin einmal die Playlist eingeblendet. Die ist auch in der Videobeschreibung drin. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss!